Hey Leute, ich bin zu Pokémon Smart Wacklock Challenge. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Haben wir die Gegner schon besiegt? Ich wurde Wut vor. So, den Ton ein bisschen leiser machen. Okay, die haben wir schon besiegt. Aber da oben waren wir noch nicht drin, weil wir hier noch keinen Zerschneider eingesetzt haben. Machen wir das mal. So, wir waren hier mitten im Training. Und wie gesagt, Einzelkämpfe bevorzuge ich. Wobei ich weiß, glaube ich, es gibt einen Arenaleiter. Also Arenaleiter, wo ein Doppelkampf auch vorkommt. So, Makuhita! So, Schlammbombe haben wir gelernt. Wow. Also, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Aber es geht natürlich alles. Der ist ein Level höher als wir. Boah, zwei Schaden. Ist ja nichts. Gut, dann nochmal eine Schlammbombe. Da, bala. Level up, Level 15. Sehr schön. Wie ist eigentlich das Durchschnittslevel unseres Teams? So, wir haben 15, 20, 18, 16, 19. Ja, okay, dann bleibt Puck weiterhin vorne. Ja, auf 16 müssen wir. Okay, sind so. Ja, 16 ist Nico, dann. Ja, passt schon. Hat dich mein kunstvolles Gitarrenspiel angelockt? Na! Oh, was hat der denn für Pokémon? Voltoball! Ultraschall. Oh, das war viel Damage, das war viel Damage. So, heilen wir uns einmal. Ah, Ladevorgang. Das macht ganze 20 Schaden. Ah, komm, wir wechseln lieber. Punk! Ist okay, komm zurück. Und Zombie! Tackle. Ah, hat keine Wirkung. Das wäre perfekt. So. Na, kratz vor hier. Der hat auch. Ne, geht daneben. Ah, Schloss funktioniert doch gar nicht, weil wir doch geil sind, oder? Egal, wir haben Voltoball besiegt. Der kleine Rockstar hat nichts ausrichten können. So. Kommen wir noch Trainer? Wenn nicht, dann laufen wir gleich zurück ins Pokémon-Zentrum, um uns zu heilen. Wenn doch, dann benutzen wir einen Trank. Ich glaube, da kommt kein Trainer. Ne, da kommt kein Trainer mehr, okay. So, wir nehmen noch die Bären mit, weil. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Vielleicht brauchen wir sie ja noch irgendwann mal. Ah, hier liegt noch ein Item, sehr schön. Mega Block. Keine Ahnung. Das ist jetzt eigentlich gar nichts. So, haben wir das ja auch abgeschlossen, sehr schön. Gut, und, Rätselhaus. Ein Rätselhaus könnte man natürlich auch machen. Ich weiß aber nicht, was man da kriegt daher. Naja, okay, ich dachte, da liegt vielleicht ein Item. Aber nee. Leider nicht, leider nicht. So, einmal unsere Pokémon heilen, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendeine Beere unseren Pokémon mal geben. Könnte eigentlich gar nicht so verkehrt sein. Was war auch eigentlich schon als Item? Nö. So. Item-Träger, Selbstheilung bei Paralyse, weg Pokémon auf, Vergiftung, 10 HP. Ja, hier. 10 HP. Hier war auch. Ach, der ist ein AP. Hm. Okay, dann bringt das gar nichts.
Dann bringt das gar nichts. Gegengift, Supertrank, Mini-Pilz, Malattacken, Flicklauer, Supertrank, Kingstein, Bodenattacken, Sanftblocke ablegen. Ne, ist echt gar nichts bei, was wir eigentlich so irgendwie benutzen könnten. Vergiftung, Schlaf. Ja, hier nehmen wir sowas gegen Paralyse einfach mal mit. Ja, tauschen wir. Und dann geht's weiter. Wobei mich jetzt noch gerne interessieren würde, Gewicht. Also wir haben einen höheren. Hier ist ausgeglichen. 40 auf 65 Schaden, okay, natürlich ist das viel stärker. Geht nicht. Jo. Mit Step sowieso. Also auf. Ja, nicht gegen die Stange laufen. Route 110. Ich weiß nicht, sollen wir. Ach komm, wir gehen jetzt Rätsel aus rein. Ich glaube, hier sind auch Trainer drin, oder? Du wirst beobachtet. Oh, da hab ich schon was funkeln sehen. Oh, woher wusstest du, dass ich unter dem Tisch verstecke? Ja. Und soweit ich weiß, sind hier Trainer drin und ein bisschen extra Training können wir sehr gut gebrauchen. So, ein Durchschnittslevel von 20 wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. So, was brauchen wir hier jetzt? Der Schneider, okay, den haben wir. Und ganz viele Trainer. Ach ja. Eine Herausforderung von Göre Mirabla, sehr schön. Mirabla ist nur Pflanze, glaube ich. Das heißt, Giftattacken sind sehr effektiv. Oder? Ja, Volltreffer. Okay, doch nicht sehr effektiv. Ist dann auch Gift? Ist Mirabla Pflanze Gift? Dann wäre es natürlich neutraler Schaden. Aber egal, es ist Level 16. Lockduft, Fluchtwett. Ja, kannst du Fluchtwett gerne sinken. Das ist mir ziemlich egal. Gerade. Denn wir haben dich besiegt. Jetzt sind wir auch auf Level 16. Ich überlege gerade. Der nächste Arena-Leiter ist. Ich glaube Elektro. Okay, Blade ist auf 19. Das heißt, der wird es echt ziemlich gut machen können. In der Arena selbst wird ich dann glaube ich noch leveln. Jetzt hier können wir eh nicht gut leveln, wenn die alle hier Pflanz-Pokémon haben. Dann sähe das ein bisschen schlecht aus. Aber nur ein bisschen. So, hier ist gar nichts drin. So, ich weiß gar nicht, ich glaube man braucht hier immer wieder unterschiedliche VMs, um hier weiterzukommen. Also pro Rätsel. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ist eben extrem lang her. So, und nochmal Zerschneider. Welches Pokémon erwartet uns denn jetzt in diesem Kampf? Ein Zickzacks, okay. Schlammbombe. Er ist schneller als wir. Unsere Verteidigung sinkt, aber das ist. Joa. Was soll man dazu sagen? Ne? Das müssen wir so hinnehmen. Da. Komm, noch eine nein, nicht Sandwirbel. Ja, geht die Genauigkeit runter und. Ah, wir treffen aber noch schön. Wechseln? Ah, ne, wir wechseln nicht. Nee, wir müssen nicht wechseln. Puck, pack das. Puck! Ey, das Vieh sieht einfach so genial aus. Ah, mit seiner kleinen Feder und so. So, Schlammbombe und die Attacke geht daneben. Wir machen Gegner. Ah, unsere Verteidigung ist sehr weit unten. Ich glaube. Okay, wir greifen noch an.
Macht weiter den Rutenschlag, es könnte echt böse enden dann. Aber wir treffen nicht, okay, wir wechseln. Okay, er schläft jetzt. Ah, ne, komm, wir werfen nochmal an. Er schläft tief und fest. So, ein Angriff. Ah, der blieb auch viel zu viel. Zombie, du bist dran. Ich frage mich gerade, welche Kampf-Pokémon gibt es eigentlich so in der dritten Generation? In der vierten habe ich immer gerne Lucario gefangen. Oder mir geholt. Lucario ist ziemlich cool. In der fünften gab es dann den Meistergriff. Den fand ich extrem mächtig. Warte, wen gab es dann noch? Irokex. Irokex, der war auch noch. Boah, der Irokex war auch extrem cool. So, in der sechsten Generation weiß ich gar nicht mehr. Welche Pokémon. Ich weiß, sechs Generation, ich kenne kein einziges Pokémon von da. Man hat es zu selten gespielt. Wobei, das ist eine Lüge. Ich habe die 6 Generation richtig hart gesuchtet. Wobei ich sie nur einmal durchgespielt habe. Also da unten ist das Passwort, was wir brauchen. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Ja, dann sind wir für den Part fürs Ganze mit diesem Rätselhaus beschäftigt. Denke ich mal. Ah, okay, keine Anziehung, das ist schon mal gut. Oh, Vergiftung. Sehr stark. Dies freut mich. Und nochmal Schlammbad. Das ist keine Schlammbombe, das ist das Bad. Ja, soll sehr gesund sein oder so. Im Schlammbaden. Oder sehr reinigend, glaube ich. Irgendwie so war das doch. So. Knilz ist eigentlich perfekt. Der ist ja nur Pflanze, soweit ich weiß. Wobei, könnten wir ja selbst nachgucken. Wir haben ja auch einen Knilz. Und das ist sehr effektiv. Also sein Tackle. Ach, 3 Schaden, ja. Ah, ich weiß noch, Leute, als wir auch mit Tackle nur angreifen konnten. Das waren noch ganz harte Zeiten. So, unser Poké schon Level 17. Amnesie. Was bringt Amnesie? Gedächtnisverlust, der speziell deutlich erhöht. Naja, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Attacken zum Draufhauen, hey. Ja, komm, Merkel machen wir auch noch kaputt. Oh, da sieht's aus, als ob sich das Spiel aufgegangen hat, Leute. Gut, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, dass ich das safen kann noch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.